Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkompensator 70. Wieder mit einem neuen Gastreplay, und zwar der Thaler-1 aus dem Clan ALHE-HE, auch aus der Facebook-Gruppe World of Tank Germany. Ist hier mit seinem Ferdinand, 8er Jagdpanzer, eben ein 8er 7er Battle auf der Map Klippe. Und leider, so wie es aussieht, hat er einen Disconnect. Ehe wir da warten, sehen wir dann, wie gesagt, 5 8er, 10 7er, darunter 3 Heavys, 4 Med, 4 Jagdpanzer, 1 Light und 3-mal die Arti. Und der gute Thaler ist immer noch nicht am Start. Übrigens hat er noch eine Mission laufen. Jagdpanzer Triumph. So, unser Light ist schon weg. Budget 12 Tonnen. Wiedersehen. Ja, immer noch Disconnect. Dann gehen wir zur Munitionsverteilung. Und zwar, das ist ein 12-mal AP, 490 Schaden bei 246 Durchschlag. Und 15-mal APCR, auch 490 Schaden beim Durchschlag von 311. Und die HE 630 Schaden, bei, da hat er 3-mal dabei mit 65 Durchschlag. Ja, ich schätze wohl, er wird Ansetzer und Richtantrieb verbaut haben. Was er noch hat, weiß ich jetzt nicht so am Start. Aber vielleicht hier Sichtsystem sieht so aus. Könnte es sein. Das spiegelt der Optik zum Beispiel. Scherenfernrohr bringt nichts, weil kein drehender Turm. Tarnnetz brauchen wir bei dem fetten Teil auch nicht. Das war Quatsch jetzt, ne? So, und dann hat er noch das kleine Meat-Kit, kleine Red-Kit und kleine Feuerlöscher. Und jetzt fährt er auf die Position, schätze ich mal, 1C oder 1D. Da vorne an der Ecke, würde ich sagen. Ja. Ja. So. Das ist ein E25. 1:3 steht es. Wer spät kommt, wert länger, ne? Oder wie heißt das? Ja. 3 Artis ist auch kein Geschenk, sage ich dir. Oder euch. Ja. Ja, da gibt einer schon wieder Anweisungen, wo wer hinfahren soll. War nicht so ein optimaler Start für den Thaler 1, sage ich jetzt einfach mal. Lass mal den Unterstrich weg. IS. Jawohl, schönes Brett rein. 511, schöne Highroll. Ja, er lädt hier APCR. Und tschüss, erster Kill. Da ist ein Emil 1 da oben. Der sieht den keiner hier. So wie es mir scheint, hat der Thaler 1 die erste Gunmark drauf. Habe ich eben die Reihe so aufblitzen sehen. Auch der fährt da einfach so lang. Ganz gemütlich. Jetzt. Jawohl, das hast du dir verdient. Das hast du dir verdient. Schön in die Seite reingeflackt. Steht 2:6. Das geht ja schon wieder gut los hier. Arti schießt da drauf. Hat angepinnt. Also wenn man so auf die Minimap guckt. Ja. Der steht hier nicht mehr. Nein. Und zweiter Kill. Also der Emil 1. Naja. 3:8. Was ist hier los? Jetzt wäre ich schon wieder rammdösig geworden. E25. Wo steckt er? Da. Ja, der war wohl gerade wehrlos. Haben wir erstmal in die Tasche gesteckt, den kleinen. Das ist die nächste E25. Der Wolf. 3. Kill, 4. Kill. Arti.
Ja, jetzt guckt hier in die Richtung, die M12. Mach's gut. Fünfter Kill. Das ist ja wie Äpfel pflücken hier. Die eigene Art, die schreibt halt. Warum? So, jetzt wird gecapped bei uns. 6 zu 11. 1122 Schaden. 710 geblockt. 480 ermöglicht. Da ist die andere Arti. Ja, ehe die Arti schießen konnte, Krieger in der Tasche, 6er Kill, noch eine Arti. Auch weg. Tja, mit Ferdinand einfach mal die Artis geholt. Warum denn nicht? 7er Kill. Erst geht's gar nicht los. Und jetzt ein nach dem anderen. So, jetzt capt er. Und lässt die Gegner kommen. Alles, was ihnen entgegenkommt, wird weggeboostet. Ja, tschüss. FV. 42:02. Na jetzt wird er natürlich, jetzt wird er zugepflastert. 8er Kill, Reggie Waters, um nicht zu vergessen, wie er hier wegstirbt. 9er Kill. Jetzt wird er zugeschissen. Oh, Entschuldigung, zugepflastert. Ja, und leider aus. Aber 9 Kills und die Runde ist zu Ende. Wir sehen uns in Stats. So, da sind wir bei den Stats angekommen und der Thaler-1 hat das Ganze nur Replay 8 Kills mit Ferdinand genannt, aber das waren ja eigentlich 9, ne? Ja, macht doch nichts. Wir sind hier mit einem Panzerass und dann haben wir hier Wirkungsfeuer und dann 49.398 XP kommen wir später, 12 von den Anleihen und dann haben wir hier die Red Rewarders für die 8 Kills und dann haben wir hier die, ich habe es mir aufgeschrieben, Domini Trus Medaille und zwar das ist für das Erlegen, das Zerstören von 3 Selbstfahrerfetten, 3 Artis, ne? Das war ja, wurde ja runtergesetzt, weil früher waren ja mehr Artis. Sonst bräuchte man 4, aber jetzt gibt es ja schon ab 3. Vorher gibt es ja die Pascucci für 2. So, dann haben wir hier das Großkaliber, das haben wir ja schon gesehen, dass das wieder erreicht wurde. Und dann den, die Top Gun gab es dazu. Ja, Teamscore. 3391 Damage, 9 Kills, 775 Basis-XP. Und dann gehen wir in den Report. 11 Mal geschossen. 11 Mal getroffen, 11 Mal durchschlagen. Ich würde sagen, 100%. Ja. 100%. Alter Schwede. Ja. Dann 607 Damage über 300 Meter. Und dann abgeblockt hat er 950. Und ermöglichter Schaden war das hier 480. Gefahren ist er 1,34 Kilometer. Darüber gab es dann 29.452 Credits. Dann gab es hier Bonus aktiviert, 3.480. Dann zusammen macht das 49.398. Auto Repair, Munition. Munition war sehr teuer, er hat ja APCR geschossen. Ist aber egal, das Ergebnis zählt. Ne? Und 17.614 Miese raus. Ja, jetzt sagt einer... Ja, APCR war jetzt nicht dringend erforderlich für die anderen. Ist egal. Das Ding ist jetzt durch und fertig. Ne? Ist immerhin ein Panzerass und 9 Kills. Ne? Da war das die Sache auf jeden Fall wert. Und 17.000 ist auch gerade nicht so viel. Also, dass man, ja, das Ganze gedauert hat hier 7 Minuten 4 Sekunden. Und dann hier die XP nochmal 775. Plus den Bonus 433 und dann nochmal den persönliche Reserven hier 906 macht 2718 XP und 767 freie Erfahrung. Ja, leider ging das verloren, aber das war doch noch ein schönes Feuerwerk am Ende für die 9 Kills. War doch wie Silvester. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Den Ferdinand habe ich selber noch gar nicht, ne?
Und ja, und auf meinem Kanal habe ich den auch noch nicht. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefreut, den Taler-1. Und wir sehen uns gleich beim nächsten, beziehungsweise gleich kommen noch vier weitere Replays. Ja, ihr hört richtig, vier weitere. Und ich sage, ciao, bis dann.